Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Tag Nummer, Vlog Nummer 2, Urlaub, Tag Nummer 3. Wir fahren heute nach Frankfurt. Wir waren heute Morgen lecker frühstücken im Hotel, haben ausgecheckt im Hotel und fahren jetzt nach Frankfurt. Es sind 250 Kilometer und wir fahren 2 Stunden 15 ungefähr. Mal gucken, es sollen 7 Minuten Stau auf der Strecke sein. Wir schauen mal. Genau. Lea ist total happy, denn das Hotel, wo wir hinfahren, hat einen Pool. Was? Wir waren gestern bei Paw Patrol. Lea ist immer noch hin und weg von gestern. Genau, also das Hotel, wo wir heute hinfahren, da bleiben wir 3 Nächte, 4 Tage. Und das hat einen Pool. Da sind wir dann mega gespannt, wie das wird, damit wir abends auch mal dann noch mal ein bisschen entspannen können im Pool. Wir wollten ein Hotel so richtig, richtig schön machen, richtig hochwertiges Hotel nehmen. Das, wo wir diesmal waren in Bottrop, kann ich wirklich sehr empfehlen, habe ich ja gestern schon im Vlog gesagt, war wirklich Preis-Leistung 1A. Also ich verlinke euch das, verlinkt in einem letzten Vlog, weil ich finde das einfach mega. Genau. So, und jetzt, wie gesagt, sind wir auf der Autobahn, fahren jetzt 250 Kilometer. Ich weiß nicht, wie viele Pausen wir machen werden. Bestimmt 1 bis 2 wegen den Kindern auch schon, dass sie nicht so lange im Auto sitzen. Mir hatten ein paar auf Instagram geschrieben wegen June, wegen der Babyschale. Also es ist eine Babyschale mit Liegefunktion. Also damit kann man ruhig längere Strecken fahren. Also aber das kam lange Strecke. Gefahren. Genau, also wir haben jetzt beim letzten Mal auch immer so 1,5 Stunden, glaube ich, maximal. Und dann waren wir ja mindestens eine Stunde oder so auf der Genau, zu Fuß dann waren wir mal eine Stunde draußen oder einmal im. Da waren wir auch 2 Stunden. Ja. Genau, also wir lassen die Kinder extra nicht so lange in den Sitzen liegen. Und wie gesagt, Juna hat eine Liegefunktion. Also sie liegt eigentlich die ganze Zeit. Genau, sie schläft auch. Sie war richtig müde, weil wir heute Morgen auch schon 5:45 aufgestanden waren. Die Kinder und ich. Und Lia spielt die ganze Zeit mit ihren Tierchen da rum, mit den Kuscheltieren. So. Siehst du? Startet jetzt. Ja, die startet jetzt. So, meine Lieben, wir sind im Hotel in Frankfurt angekommen. Wir waren ja gerade noch am Flughafen, habe ich euch ja ein bisschen was eingeblendet. Und danach sind wir hier direkt zum Hotel gefahren und jetzt sind wir auch schon wieder auf dem Sprung. Wir wollen nämlich weiter. Erstmal Mittagessen und eine Apotheke brauchen wir unbedingt. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir jetzt hier mit der Bahn einfach kurz in die Innenstadt fahren von Frankfurt. Genau, und ich wollte euch aber kurz einmal das Hotelzimmer natürlich noch zeigen.
Damit ihr einmal wisst, wie das hier aussieht, wie wir hier wohnen. So, also hier einmal Tür, Mini-Garderobe, dann geht es hier so weiter. Genau, also ist einfach nichts Besonderes. Lia hat wieder ihr Einzelbett, wir haben sogar hier diesmal ein Bett für June. Mal gucken, wie das klappt, sonst stelle ich das einfach hier auf die Seite, damit sie nicht rausfällt bei mir. Ja, Felix und mein Bett. Und hier vorne haben wir noch das Bad, da ist gerade Lia drinne. Genau, auch ein kleines, bescheidenes Bad, aber diesmal mit Badewanne, sehr praktisch wegen den Kindern. Toilette, genau, Handtücher, alles da. Und wir düsen jetzt los. Wir sind auf dem Rückweg. Das war nicht so wie erhofft. Katastrophe war das. Nie wieder. Also wir fahren nie wieder mit dem Zug und gehen nie wieder in die Innenstadt von Frankfurt. Hier ist Judy. Du sollst das nicht machen. In der Apotheke haben wir übrigens nur hier einmal Salbe geholt. Hier ist schon unser Hotel. Da vorne. Siehst du das, Lia? Hä? Siehst du es auch? Ja, ich sehe es schon. Ich bin aufgeregt. Oh, du bist ganz aufgeregt. Das ist gut. Da ist der Pool, Lia. Ne? Hier, da ist der Pool. Wo? Da ist der Pool. Gute Nacht, ihr Liebe. Guten Morgen. Wir ziehen gerade Lia an. Die hat sich heute für ein Rock und ein blaues T-Shirt entschieden. Zeige ich euch gleich. Da vorne liegt es. Zieht sich gerade schon an. Genau. Heute Tag 4 im Urlaub. Wir sind angezogen, jetzt gehen wir frühstücken. Und das ist übrigens mein Outfit. So, meine Lieben, wir sind hier gerade spazieren am Main. Hier hinter ist direkt der Main. Genau, sind wir einmal vom Hotel hin spaziert. Einmal ein bisschen was gegangen jetzt. Und jetzt gehen wir wieder unter der Bundesstraße durch. Und wieder zum Hotel, weil wir uns gleich mit meiner Freundin verabreden im Wildpark. Ja, genau. Und deswegen gehen wir jetzt kurz noch einmal Getränke kaufen und ein paar Snacks und sowas. Und dann, genau, treffen wir uns dann im Wildpark. Bin sehr gespannt, wie das wird. Ich hoffe, da ist ordentlich viel Schatten, weil heute soll es richtig warm werden. Ja, deswegen wäre es ganz cool, wenn es da ein bisschen schön schattig ist. Ja, mein Schatz, Juna hat gerade ein bisschen geschlafen. Lia läuft gerade vorweg mit Papa. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben heute Sonntag und es ist unser Tag 5, glaube ich. Und man hört schon die Flugzeuge im Hintergrund. Wir sind immer noch in Frankfurt. Und, oh wei, das ist wirklich laut. Mal gucken, was das für eins ist. Ah, man sieht es nicht. Ist wahrscheinlich hinter uns. Genau, also. Es ist Sonntag und wir haben es 8 Uhr. Felix ist gerade duschen. So, jetzt müssen wir mal kurz hier hin. Heute geht es zum Flughafen. Und zwar haben wir heute diese Rundfahrt da. Genau. Und gestern waren wir noch mit meiner Freundin im Wildpark. Und wir waren Juni.
und wir waren shoppen. Und ich wollte euch einmal zeigen, was ich mitgenommen habe gestern. Wir waren bei H&M und da kamen ausschließlich Sachen für Jule mit. Einmal so ein süßer Body hier. In 74 habe ich alles schon mitgenommen. Und der hat 8 Euro gekostet. Ich kann euch das versuchen, alles zu verlinken unten, wenn ich es finde. Dann habe ich so ein mega süßes Set gefunden. Das gab es bei uns gar nicht. Einmal mit Bambi drauf. Und kurz am Body hier sogar mit Rüschen. Ich liebe ja sowas. Auch in 74 mit Haarband und passender Hose. Ich finde das ein bisschen zu viel alles auf einmal so. Aber dann ziehe ich halt eine weiße Hose hierzu und hierzu irgendwie einen weißen Body oder so. Kann man da ja gut kombinieren. Genau, dann habe ich noch so ein richtig süßes Jeanskleid gefunden für Judchen. Auch mega süß. Dann ein mega coolen, ja was ist das, so ein Wamper? Ich dachte zuerst, das ist ein Kleid, aber nein, hier sind so Beine dran. Richtig, richtig süß. Dieser Stoff ist richtig schön. Mama? Genau. Mama? Niedlich. Mama? Ja, Schatz, was ist denn? Ich hab das. Das habe ich ausgesucht. Genau, das hat Lia ausgesucht. Und dann habe ich hier noch diesen coolen Pullover. Der ist so ein bisschen oversized geschnitten und hat auch so Ballonärmel. Richtig cool. Guck mal hier. Genau. Auch in 74 Jahren, Schatz. Mega süß. Und dann, wie gesagt, ich versuche mal alles in der Infobox euch zu suchen. Und dann verlinke ich euch das. Dann waren wir noch bei Zara, da kam ausschließlich was für Lia mit. Einmal so ein Top hier. Mega cool für den Sommer jetzt mit so Früchten drauf. Das habe ich schon mit 110 mitgenommen. Zara fällt ja immer ein bisschen kleiner aus. Mama? Dann habe ich so ein mega cooles Set mitgenommen. Das ist da drauf. Hier sind Früchte drauf. Erdbeeren, Bananen, Pflaumen und Orangen. Und was da ist, was ist da? Sahne? Hier sind Sonnenblumen drauf. Also es ist kein Set, Mama, was so zusammengehört, sondern ich habe das selbst zusammengestellt. Deine Seite ist noch Kirschen. Ja, genau. Genau, einmal so ein Shirt mit Sonnenblumen drauf. Ist so ein Rippstoff auch. Oh, Juni, ich die kam. Genau, und dazu habe ich hier diese kurze Shorts mitgenommen. Die haben wir auch in 110 mitgenommen. Das T-Shirt ist auch in 110, genau. Und ich finde es in der Kombi so süß. Genau, das verlinke ich euch sonst auch mal, wenn ich es finde. Wir haben bei Zara auch noch eine Paw Patrol Hose mitgenommen. Lea, kannst du mir mal die Paw Patrol Hose geben? Die finde ich mega cool. Das war so ein, das musste einfach gekauft werden, weil ich fand das auch noch so recht günstig. Ja, ich komm schon. Ja, danke. Die hat Lea gestern auch schon angehabt, weil sie die so toll findet. Genau, einmal so eine rosa Leggings. Und dann sind dann die ganzen Paw Patrol Hunde drauf. Ne? Sky, Wubble, Marshall. Alle hier so im Sommer sozusagen. Also mega cool. Genau, so, ich mache mich jetzt schnell fertig, dann werden wir schnell frühstücken. Und dann geht's, wie gesagt, los zur Rundfahrt. Wo denn hin? Zum Flughafen. Da haben wir die Rundfahrt, wie gesagt, gemietet. Also fahren wir einmal rum fahren mit Bus. Genau, mit dem Bus fahren wir und schauen uns alles an. Bin ich sehr gespannt, wie das wird. Und ja, und dann war es auch eigentlich schon der letzte Tag hier in Frankfurt. Das Flugzeug anfassen. Genau, dann kann man die Flugzeuge anfassen. Und morgen geht's dann weiter nach Stuttgart. Okay. Wir sind gleich da, Lia. Also Sie sehen diese Gepäckstücke, da kann schon eine ordentliche Hülle reingepackt werden in so ein Flugzeug. Die stehen nicht auch nicht lose in dem Flugzeug, sondern die werden unten auch an diesen Rollen werden die eingeklickt und festgemacht. Da bewegt sich also gar nichts mehr im Flugzeug. Der hat auch Essen drin, ja. In jedem Flugzeug ist auch ein bisschen Essen. Ja, alle, die mitfliegen. Der Assistent läuft jetzt nebenher. Bist du den Mantel der gelben Jacke? Ja, das ist.
Und dann ist das kleine Auto, schiebt das Flugzeug. Der schiebt das rückwärts. Weil es nicht rückwärts fahren kann. Ich suche wie Papas Auto. So, und hier sieht man auch schon, das Triebwerk ist an. Sie sehen es an der flimmernden Luft hinten. Warum es auch so wichtig ist, Abstand zu halten, hinter so einem Triebwerk. Hinter so einem Triebwerk herrschen bis zu 800 Grad Celsius. Das heißt, wenn Sie zu dicht hinten dran stehen, brauchen Sie erstmal keinen Friseurtermin mehr. Da wächst nichts mehr. Wenn Sie zu dicht vorne dran stehen, brauchen Sie gar keinen Termin mehr. Also irgendwie kippt und weggepustet. So, jetzt können wir den Kollegen hier mal, zuschauen. Hat er schon gemacht, gut, und der Captain weiß jetzt auch, wo es lang geht. Jetzt fliegt er weg. Wie gesagt, der Kapitän hat jetzt gerade Kontakt mit den Vorfeldlotsen. Die sitzen hier bei uns auf dem Gelände. Und sobald der Pilot auf der Startbahn ist, hat er Kontakt mit diesen Lotsen, die in dem hohen Turm sitzen. So, wir sind wieder im Hotelzimmer. Und ich werde jetzt die Juni wickeln. Die Rundführung am Flughafen war richtig schön. Also es war richtig cool. Man kam also so nah, wie man da an die Flugzeuge kommt, das kann man auf jeden Fall nirgendwo anders. Und wir haben das gleiche schon mal in Hamburg gemacht und da war es auf jeden Fall nicht so. Also da konnte man nicht so nah ran. Aber jetzt konnte man die ja schon fast anfassen. Also das war echt Wahnsinn. Und echt richtig ausführlich, schön lang. Wir sind wirklich über das komplette Gelände gefahren, haben uns alle Lande- und Startbahnen angeschaut. Also mega interessant, würde ich auf jeden Fall empfehlen für alle, die da die Begeisterung haben für Flugzeuge und sowas. Und vor allem mega günstig, Erwachsene 11 Euro und Kinder bis 4 kostenlos. Ja, genau. Ich werde jetzt, wie gesagt, Juna immer wickeln. Dann machen wir uns frisch und fertig. Mittagessen haben wir gerade schon so ein bisschen auf dem Weg, so einen kleinen Snack. Und dann wollten wir mal schauen nach einem Wasserspielplatz oder sowas. Einfach damit wir die Kinder nochmal austoben können. Und es ist schon wieder mega warm draußen. 25 Grad, 26 Grad oder sowas. Genau, und deswegen wollten wir natürlich auch ein bisschen irgendwie am Wasser. Mal gucken, wie voll das ist, weil ja heute Sonntag ist und dann auch noch gutes Wetter. Bestimmt voll, aber wir schauen mal. Juni kriegt jetzt eine neue Büchse. Eine Büchse. Eine Büchse. Eine Büchse. Eine neue Büchse. So, meine Lieben, wir kommen gerade vom Wasserspielplatz. Bei 30 Grad, natürlich ist das Wasser ausgeschaltet. Macht keinen Sinn, aber gut. Wir haben davor versucht, zwei Lastenfahrräder zu mieten. Aber es hat an zwei Stationen nicht geklappt. Dann haben wir auch noch ewig lange mit dem Service telefoniert. Eins ging immer. Genau, also es ging immer, ein Fahrrad ging und es waren immer zwei an einer Station. Wir wollten halt beide haben, weil wir zwei Personen sind. Aber immer nur eins ging. Einmal ging meins und einmal ging das von Felix. Aber niemals beide zusammen. Mega, mega ärgerlich. Wir haben uns sehr gefreut. Felix ist noch mal ganz kurz eine Runde mit Lia gefahren. Einfach, ja, damit Lia, die wollte unbedingt Fahrrad fahren, damit sie es halt auch mal gemacht hat. Genau. Und dann haben wir es leider aufgegeben und sind halt, wie gesagt, zum Spielplatz gefahren, damit Lia wenigstens noch ihren Abschluss hat. Und das war jetzt auch sehr, sehr schön, außer dass eben, wie gesagt, das Wasser ausgeschaltet war. Aber ja. Jetzt tanken wir kurz, holen noch was zu trinken und dann geht es auch wieder ab ins Hotel. Und das letzte Mal Pool für uns. Genau, weil morgen geht es ja wieder nach Stuttgart. Da haben wir dann die nächste Etappe und das nächste Hotel. Guten Morgen, mein Liebe. Wir haben einen neuen Urlaubstag. Urlaubstag 6, glaube ich. 5? 5 oder 6? Genau. Und wir checken jetzt gleich aus hier aus dem Hotel. Wir sind noch in Frankfurt. Haben aber schon hier alles zusammen und alles ist aufgeräumt und alles ist ordentlich. Und Felix holt jetzt gerade so einen Kofferwagen, damit wir alles dann rausbringen können. Dann gehen wir frühstücken und dann geht es auch direkt los, dann checken wir direkt aus. Lia, lass die Lampe bitte. Mama, ich bitte zu.
Ja, okay. June schläft übrigens da gerade noch einmal. Die lebt hier nämlich unglaublich schlecht in diesem Hotel. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich schätze mal, dass es tatsächlich viel an den Milben liegt. Also ich wach morgens auch richtig, richtig verschnupft und mit Kratzen im Hals und sowas auf. Ja, das ist man von zu Hause einfach nicht mehr gewohnt. Also ja, wenn man da immer eine Milbenentfernung macht in der Matratze, dann ja, ist man das, glaube ich, dann nicht mehr gewohnt. Ja, und Juni, wie gesagt, schläft total schlecht und ist jetzt todmüde umgefallen wieder. Und Lia ist aber einigermaßen fit, ne, Lia? Ja, zerstochen sind wir auch komplett überall. Hallo! Super. So, jetzt aber erstmal auschecken, frühstücken und dann geht's weiter. Heute geht's ja, wie gesagt, nach Stuttgart, neues Hotel. Oh. Lia, lass die Kleine bitte schlafen, genau. Hallo, Juni soll doch mitkommen. Ja, die soll mitkommen, aber die muss noch ein bisschen eiern jetzt, ne? Warum? Und gleich wollen wir eventuell noch ein bisschen Fahrrad fahren. Das hat ja gestern nicht geklappt, mal gucken, ob es heute klappt. Da ist die Mama, Tanzmaus. Hat die Limma denn hin? Die Family, du kannst du da oben liegen lassen, Tanz. Genau, wir haben hier schon alles soweit aufgeräumt. Hier hin! Da kommt sie hin, Mama! Und hier liegt gerade die kleine Maus hier mal hier. Da kommt sie hin! Ja, guck mal, wir müssen das hier noch einräumen, Schatzi. Wir müssen das einmal und den Laptop müssen wir auch noch mitnehmen. Kamera noch. So, wir sind bei den Fahrrädern angekommen und es hat tatsächlich mal geklappt mit beiden. Genau. Also fahren wir jetzt gleich los. Lia wird hier gerade angeschnallt. June sitzt auch hier drin. Und dann düsen wir gleich mal eine Runde zum Flughafen wollen wir. So, mein Lieber, wir stehen hier gerade am Flughafen mit den E-Bikes. Wir waren gerade noch an so einem Spotterpunkt, auch mega cool. Da kommt man auch super durch den Wald. Da sind wir einmal komplett hier durch den Wald gefahren. Und es macht so viel Spaß mit diesen E-Bikes, weil es einfach so einfach ist. Wir sind beide vorher noch nie E-Bike gefahren. Und dann mit diesen Lastendingern vorne dran, das ist echt mega cool. Lia findet es auch gut, June ist sogar eingeschlafen. Und jetzt haben wir hier gerade noch ein paar Start- und Landungen. Eher Starts hier auf dieser Seite gerade. Und dann wollten wir noch zum anderen Punkt. Dann wollten wir gleich noch zu dem anderen Spotterpunkt, wo wir gestern auch schon waren. Genau, da sieht man die Flugzeuge auch nochmal richtig, richtig nah. Und hier oben fliegen sie gerade auch ganz, ganz nah über uns hinweg. Ja. Genau, weiter geht's. Macht echt mega Spaß. Viele heute, ne? 108, 109. So, mein Lieben. Oh, das hat sich gut angehört. Ja. Ich melde mich endlich mal aus unserem Hotelzimmer. Wir haben heute Sachen erlebt. Leute, ihr könnt es euch einfach nicht vorstellen. Ich muss euch jetzt mal hier kurz abstellen. Sonst schlägt mein Arm ein. Also, wir sind jetzt in einem Hotelzimmer. Wie ihr seht, mega, mega schön. Felix spielt gerade eine Klimaanlage rum. Deswegen ist es so, piept es so. Ja, also, nachdem wir Fahrrad gefahren sind wir losgefahren zu unserem eigentlichen Hotel, was wir ja schon vor langer, langer Zeit gebucht hatten. Und wir haben uns auch mega gefreut. Und als wir angekommen sind, waren wir dann sehr, 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 sehr enttäuscht. Also das ging gar nicht. Erstmal wurden wir nicht persönlich begrüßt. Es wurde uns erzählt, wo der Schlüssel hinterlegt ist. Und wir mussten dann den Schlüssel da nehmen und dann selber in das Apartment rein. An einem Fahrrad. An einem Fahrrad. Der Schlüssel war an einem Fahrrad befestigt. Also wir hatten überhaupt gar keinen persönlichen Kontakt und sowas.
Und das war schon mal sehr komisch. Und dann kamen wir in diese Wohnung und dann kam uns gerade noch die Putzfrau entgegen. Also die waren gerade erst fertig mit Aufräumen und sowas. Und ach, das war irgendwie auch ganz komisch. Und dann, ja, die Wohnung, die absolute Katastrophe. Also es hat mega gestunken da drinnen. Als hätte, also wie ein Hamsterkäfig. Das war das Erste, was wir beide gedacht haben, wie ein Hamsterkäfig. Dann haben wir erstmal alles sturzgelüftet. Es hat nichts gebracht. Dann war das Bett von Lia nass, wo sie drauf schlafen sollte. Es war überall dreckig. Schimmel haben wir gesehen noch. Also es war einfach Katastrophe. Und dann haben wir den Vermieter da kontaktiert und er meinte dann, ja, das hat er noch nie gehabt und alle waren vorher immer zufrieden und Stornierungen, ja, müssen wir jetzt gucken, nur wenn jemand anderes jetzt das Apartment da mietet. Genau, sonst kriegen wir unser Geld nicht zurück. Das ist auch schon mal mega, mega ärgerlich, weil wir das natürlich schon vorher bezahlt hatten. Ja, und dann such mal um 17 Uhr in Stuttgart am Montag, wo eine Messe morgen stattfindet, zwei Messen morgen in Stuttgart stattfinden, finde dann mal ein Hotel für 3 bzw. 4 Personen. Ja, wir haben jetzt um 19 Uhr ein Hotel gefunden. Es war alles oder es ist alles in Stuttgart proppevoll und hier hatten wir jetzt echt Glück, weil er hin und her geschoben hat, der an der Rezeption alles hin und her geschoben und die Zimmer getauscht und sowas, damit wir noch ein freies abkriegen. Ja, und jetzt mega zufrieden. Also es ist ein unglaublich schönes Hotelzimmer und auch der Service mega toll. Mit Dachterrasse, aber ich zeige euch das gleich. Also wir können uns echt nicht beschweren. Es sprengt ein bisschen unser Budget, aber es ist völlig in Ordnung. Es ist auch einfach wirklich, es ist ein mega, mega schönes Hotel. Ich zeige euch das jetzt mal. Genau, wir sind jetzt wirklich komplett fertig mit den Nerven für heute. Also, ja, wir legen uns jetzt gleich ins Bett. Futter noch kurz, was war noch gerade kurz bei Aldi. Und dann ist Feierabend. Das war echt, ich habe schon da um 6:30 saß ich im Auto und Felix ist die ganze Zeit in die Hotels rein und hat gefragt. Und ich saß da schon und habe gedacht, wir müssen heute auf dem Parkplatz schlafen irgendwo. Also, ach Gott. Ich wollte echt nach Hause fahren. Ich wollte einfach nur nach Hause fahren. Aber wir haben es ja geschafft. Wir haben jetzt gerade unsere Sachen hier hoch. Die Kinder sind schon am Futtern. Ja, und Juni steht schon wieder allein. Stellt sich immer hin, ne? Ach, Juni ist gestern das erste Mal, sie sich selber hingestellt. Und jetzt steht sie immer so komplett freihändig und guckt immer. Ach, die wird so schnell groß, die wird bestimmt bald laufen. Oh, ich zeige euch erstmal kurz das Hotel, einfach weil wir es auch für uns als Erinnerung festhalten müssen, dass wir mal in so einem krassen Hotel geschlafen haben. Also ich stehe jetzt hier gerade schön unter der Klimaanlage. Hier ist die Tür und dann haben wir hier so einen kleinen Vorflur. Genau so und da oben eben die Klimaanlage, Spiegel, Mini-Garderobe und da kommt man hier so ins Bad. Mega krasses Badezimmer, ich muss euch das zeigen. Ich drehe euch mal oben. Also einmal hier, Tür. Und dann kommt man hier, wie gesagt, ins Bad. Da haben wir hier einmal Toilette, so separat. Das ist ganz praktisch, also mit Bewegungsmelder. Und dann hier so ein offenes Bad, hier so eine Glastür. 2 Spiegel. Zwei Waschbecken meine ich. Ein Spiegel, ein großer Spiegel. Und dann haben wir hier einfach so eine mega krasse Dusche. Genau, dann geht es hier wieder ins Zimmer. Guck mal, dass Juna sich nicht umdreht. So sieht das hier gerade aus. Felix räumt jetzt hier fleißig ein. Und hier auf dieser Seite haben wir dann so einen kleinen Tisch und Fernseher. Und so eine kleine Mini-Küche sogar noch. Auch mega praktisch, falls man mal schnell was machen muss. Einmal mit Müll. Hier Verstauf. Hier noch was. Und hier sogar, das ist der Müll. Mülleimer. Und sogar eine Herdplatte. Also falls man mal schnell was machen will. Da ist Besteck drin. Genau, dann haben wir hier mega krasse Fensterwand. Schaut mal, also komplett die ganze Seite. Also es ist mega hell hier. Mama, mach mal auf. Bitte. Genau, also mega große Fensterfront hier. Und dann haben wir hier die Dachterrasse. Schaut mal. Ist das nicht krass?
bis da drüben einfach mal so eine komplette Dachterrasse. Und hier seht ihr auch riesen Fensterfront. Na, war so ein mega Highlight. Erstmal auch, es ist mega hell hier drin. Genau, dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Büro, Tisch, Stuhl, das Ehebett, beziehungsweise Doppelbett. Felix und mir. Felix dort, ich hier. Die Männer. Die Männer schlafen immer an der Tür, falls ein Einbrecher kommt. Wobei am Fenster an der Dachterrasse schlafen ist auch nicht so schlau. Ja, Felix räumt jetzt hier gerade, wie gesagt, den Schrank ein. Wir haben hier noch so eine mega schöne Garderobe, was ich richtig toll finde. Hier kann man extra so sitzen noch drauf. Und ach, ist das nicht schön? Das müssen wir auf jeden Fall uns merken für uns selber zu Hause. Genau, und hier war eigentlich ein Sofa. Das haben die jetzt aber noch schnell umgebaut für Lia als Bettchen. Genau, dann hat sie halt ihr eigenes riesengroßes Bett hier. Und June schläft dann eben noch bei uns. Hier hat June gerade noch die schönen Handtücher runtergepfeffert. Und das war's. Das ist dieses mega, mega schöne Hotelzimmer. So, und wir werden jetzt wie gesagt noch schnell was snacken. Wir haben gar nicht so viel Hunger, also nur so ein kleiner Snack, weil wir haben heute Mittag schon was gegessen unterwegs. Genau, und dann ist wie gesagt morgen komplett Hühler-Time. Ich werde euch da auch ein bisschen mitnehmen, für alle, die es interessiert. Aber ja, das war jetzt unser 5. Urlaubstag. Also das Fahrradfahren war heute mega schön. Das war einfach so toll. Und wir werden uns jetzt auf jeden Fall auch selber anschaffen, solche Fahrräder, weil das ist einfach, das ist so genial. Ja, und sonst, wie gesagt, jetzt 2 Tage Hühler-Einschulung. Und Felix würde mit den Kindern dann immer so den Tag verbringen. Es geht, glaube ich, von 9 bis 16 Uhr und eine große Mittagspause gibt es. Und wenn irgendwas ist, dann kommt Felix halt immer zu mir und mit den Kindern. Ich kann in jeder Zeit rausgehen und stillen und sowas. Genau, die badet hier übrigens auch schon wieder auf die Mama. Wir werden jetzt gleich auf jeden Fall noch duschen gehen, wir beiden. Und dann, wie gesagt, Feierabend. Wir hören uns morgen. Nein. Wir hören uns morgen.